Also, ich komme einfach mit einem offenen Herzen und ich freue mich auf einen faszinierenden Abend. Wir alle kennen Menschen, die oft sehr viel Meinung haben und dabei aber sehr wenig Ahnung mit sich bringen. Menschen, die ihre Gedanken nie konsequent weiterverfolgt haben und die eigentlich nicht mehr bereit sind, etwas dazuzulernen. Professor Dr. Schimmel gehört sicher nicht zu dieser Menschengruppe. Wir sind froh, dass er unserer Einladung gefolgt ist und ich möchte ihn jetzt schon einmal recht herzlich hier im Bongau begrüßen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Also er gehört eben zu dieser Kategorie, die neugierig ist und den Dingen auf den Grund gehen möchte. Er promovierte und habilitierte an der Universität Bayreuth in Physik und er kam vom Ladungstransport in organischen Festkörpern und Polymeren, kam er dann Richtung Oberflächenphysik. Alles Dinge, als ich das gelesen habe, wusste ich, Lupe, Teleskop, keine Chance. Mehrere Universitäten hätten ihn gerne bei sich gehabt, auch die Johannes Kepler Universität in Linz. Seit 1996 forscht und lehrt er am Institut für angewandte Physik der Universität Karlsruhe. Er beteiligt sich an zahlreichen Forschungsvorhaben und ist Initiator internationaler und internationaler Forschungsprojekte. Er ist Direktor des Zentrums für Einzelatomtechnologien in Karlsruhe und Co-Direktor des Zentrums für Einzelatomelektronik und Photonik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Dann ist er auch Initiator, Sprecher des Forschungsnetzwerkes für Nanotechnologie in Baden-Württemberg sowie Mitbegründer des Instituts für Nanotechnologie. Dort hat er auch als Leiter der Arbeitsgruppe für Nanostrukturierung und Rastersondenverfahren für die Erfindung der kleinsten Fräsmaschine der Welt, welche eine Materialbearbeitung Atom für Atom ermöglicht, den höchst dekorierten Forschungspreis erhalten. Wenn sich Professor Schimmel mit Professor Bartlow, das ist der Entdecker des Lotusblüteneffekts, kennenlernen, dann kommt dabei eine hauchdünne bionische Luftbeschichtung unter Anwendung des Salvina-Effekts für zum Beispiel Schiffe, da kommt dann dabei heraus. Details haben wir da lesen können in den Bongauer Bezirksnachrichten. Professor Schimmel und sein Team haben auch, ich sage jetzt so salopp, einen Stromschalter erfunden, der bei Raumtemperatur mittels eines Silberatoms ein- und ausgeschalten werden kann. Für mich faszinierend. Und Professor Schimmel ist auch fasziniert von Gottes Schöpfung und kann beide Gebiete in beeindruckender Weise miteinander verbinden und auch verständlich darüber sprechen. Im Anschluss an den Vortrag haben wir dann noch die gediegene Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte sich die Fragen während des Vortrages schon zu notieren, so stichwortmäßig. Man kann dazu auch das Handy verwenden, das man auf lautlos geschaltet hat. Denn wir werden uns jetzt nicht nur im Überschall bewegen. Viele hier im Bongau kennen ja den Überschallknall, sondern wir sollten uns einstellen auf eine faszinierende Lichtgeschwindigkeit, mit der wir jetzt durch die Galaxien sausen werden. Herr Professor, ich bitte um Ihre Ausführungen. Ein Streifzug vom Inneren der Atome bis an die Grenzen des Universums. Ja, ganz herzlichen Dank für die herzliche Einführung und für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein und auf den gemeinsamen Abend.
Faszination Universum und die Frage nach Gott. Ich denke, Faszination Universum, Sie verstehen alle, dass wir als Physiker da total fasziniert sind. Und ich vermute, die meisten von Ihnen sind selber. Faszination Universum, was man da alles sieht, von den kleinsten Teilchen bis zu den größten Galaxien. Wir wollen heute einen kleinen Streifzug machen. Und die Frage nach Gott, das ist dann schon die Frage, ob es diese Frage überhaupt gibt. Faszination Universum und die Frage nach Gott. Früher war es ja üblich, dass man hinter allen Naturphänomenen, die man fand, Gottheiten zugeordnet hat, die dafür zuständig sind. Früher hat man Naturphänomene vom Blitz und Donner bis zu anderen Dingen Göttern zugeordnet, glaubte es sei Universum finden, bis zu den großen Galaxien, bis zu Technologien, vom Laser bis zur ganz normalen Gravitation erklären im Rahmen der Naturgesetze. Nur, wir können die Naturgesetze nicht erklären. Woher kommen eigentlich diese Regeln, denen ein ganzes Universum vom kleinsten Elementarteilchen bis zur größten Galaxie freiwillig folgt und die wir nicht gemacht haben? Der Dreijährige hat sich längst an Gravitation gewöhnt, ohne das zu hinterfragen. Der 30-Jährige macht sich vielleicht schon Gedanken. Moment mal, warum ziehen sich Massen eigentlich gegenseitig an? Was ist überhaupt eine Masse? Und warum folgen die alle freiwillig dem Newtonschen Gravitationsgesetz? Das können wir natürlich hinschreiben. F-Gravitation gleich M1, M2 durch R² mal Gamma. Dann haben wir das Newtonsche Gravitationsgesetz. Gravitation gab es, wie wir alle wissen, schon vor Newton. Wer hat die eigentlich gemacht? Wir nehmen so ganz selbstverständlich wahr, dass unsere Welt, die im Aufruhr ist, in der so viele Dinge passieren, die wir nicht unter Kontrolle haben, aber auf eins können wir uns verlassen, auf die elementaren Gesetze der Natur, dass es Licht geben wird auch morgen, dass die Gravitation auch morgen funktioniert, dass elektromagnetische Wellen möglich sind. Wer hat die eigentlich möglich gemacht? Wir werden es nachher noch sehen, wer dem Elektron, Ladung man als Elektron trägt, überall Naturgesetze und die Frage, wer hat die Naturgesetze eigentlich gesetzt? Wir waren es nicht. Es ist ja nicht Einstein, Planck, Faraday, Newton und wie sie alle heißen, von denen wir die Naturgesetze haben. Die haben alle aufgeschrieben, was ihnen vorgeschrieben wird und kein einziger von denen hat je ein einziges elementares Naturgesetz gemacht. Woher kommen diese Regeln alle, die unser Universum entfaltet haben und nach denen unser Universum bis heute funktioniert? Ist ja schon faszinierend, wenn Sie in eine große Buchhandlung gehen, da sehen Sie vielleicht 10.000 Bücher vor sich ausgebreitet und von den 10.000 Büchern 9.999 ziemlich normale Bücher. Enthalten menschliche Gedanken, menschliche Überlegungen. Und da ist da noch ein Buch in der Buchhandlung, das 10.000ste. Das enthält Botschaften, die sind nicht von dieser Welt. Das ist das Physikbuch. Da stehen Dinge drin, die sich, okay, die Übungsaufgaben kommen vom Autor natürlich, aber die Botschaft der Physikbücher, die elementaren Naturgesetze kommen eben nicht vom Autor. Und wenn ich sage, Botschaften nicht von dieser Welt, dann meine ich eben nicht nur Botschaften nicht von uns Menschen, nein, natürlich nicht. Wir haben die Naturgesetze nicht gemacht. Ich meine auch nicht Botschaften nicht von dieser Erde. Ich meine Botschaften nicht von diesem Universum. Es ist ja nicht so, dass die Naturgesetze sich im Laufe des Universums entwickelt haben. Es ist umgekehrt. Das ganze Universum hat sich vom ersten Augenblick an nach den Naturgesetzen entwickelt. Das heißt, die Naturgesetze sind eben nicht in unserem Universum geworden, sondern die Naturgesetze sind das, nachdem unser Universum geworden ist. Wie Stephen Hawking, ich glaube, der Name sagt Ihnen allen was, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der Mann im Rollstuhl, der diese faszinierenden Theorien über das Universum gemacht hat und der erst vor wenigen Jahren verstorben ist. Wie er sagt, er ist überzeugt, dass das Universum aus nichts geworden ist, wohl aber ganz gemäß den Naturgesetzen. Er schafft damit all die kleinen Gottheiten ab, die für irgendwelche Phänomene zuständig sind, und er lässt den einen stehen, der die Naturgesetze gesetzt hat.
Einstein setzt noch eins oben drauf, die berühmte Einsteinsche Frage: I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, der Rest sind Details. Ich möchte wissen, was hat sich eigentlich der dabei gedacht, der die Naturgesetze gesetzt hat? Was hat der sich dabei gedacht, als er die Veranstaltung Universum schuf? Das Universum könnte ja auch gesetzlos sein. Dann ging es dem Universum auch gut, nur wär nicht da. Okay, das Universum könnte auch gar nicht da sein. Spannende Fragen, woher kommt's? Wenn dann jemand sagt, ja, es kann doch nach dem Energieerhaltungssatz nicht Energie aus nichts kommen, plötzlich ist das Universum da. Naja, ich meine, wenn es noch gar keinen Energieerhaltungssatz gab, weil es Raum, Zeit, Masse, Energie, Naturgesetze noch nicht gab, dann ist es natürlich kein Wunder. Aber wir fragen uns, und das ist das Wunder, wer schuf die Naturgesetze und das Universum, der bekannteste Buch, und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte. Die Naturgesetze hinschreiben, das kann jeder, das kann sogar Einstein. Aber den Naturgesetzen anzuvertrauen, dass die die Macht haben, ein Universum zu regieren, bis ins letzte kleinste Teilchen hinein, jedes Elektron weiß seine Ladung und seinen Spin weiß, unter Anführungszeichen, ich will dem Elektron kein Bewusstsein unterstellen, aber es weiß in diesem Sinne, welche Ladung man als Elektron trägt. Spannende Fragen, oder wie es Albert Einstein formuliert, the more I study science, the more I believe in God. Je mehr ich Wissenschaft studiere, desto mehr glaube ich an Gott. Die Ahnung, dass wir das Vordergründige sehen, aber merken, es ist eine Spur, die weiterführt. Sind wir da jemanden auf der Spur, der diese Spuren gelegt hat, der berühmte Nanotechnologe Professor Gleiter, er sagt immer, er ist fest davon überzeugt, dass der, der die Spuren gelegt hat, wollte, dass wir das bemerken. Vielleicht war das schon immer da, eine Frage, die man sich natürlich stellen kann. Dann, wenn es das Universum ewig wäre, dann bräuchte es keinen Anfang. Aber trotzdem wird man sich natürlich fragen, wie kam es zustande? Lange hat man gedacht, das Universum könnte ewig sein, ein ewiges Werden und Vergehen. Und dann kam das Jahr 1965, eine ganz große Überraschung. Man hat eine Strahlung entdeckt, die eigentlich keiner gesucht hat, kosmische Hintergrundstrahlung mittlerweile genannt. Anfangs hat man gedacht, das ist ein Messfehler oder eine Störstrahlung. Man wollte was völlig anderes messen. Und da war ständig irgendein Signal. Man hat gedacht, es sind die Vögel in den Antennen, die vielleicht für Störungen sorgen, aber man hat sehr schnell gemerkt, es sind nicht die Vögel, es ist das Universum. Aus allen Richtungen strahlt es auf uns ein. Man hat damals, 1965, schon den richtigen Verdacht gehabt, das schaut doch gerade so aus, als ob wir heute zu später Stunde noch etwas vom allerersten Licht in unserem Universum beobachten. Sie müssen sich vorstellen, von einem Universum, das nicht ewig lebte, von einem Universum, das eine Geburtssekunde null erlebte, und im jungen Universum geht das Licht an und von diesem Licht ist heute noch was da. Wenn das stimmt, mittlerweile nicht mehr im sichtbaren Spektralbereich, in der Expansion des Universums abgedriftet, im Mikrowellenbereich, aber noch erstes Licht aus unserem Universum. Nicht Nachfahren, Auswirkungen des ersten Lichtes, sondern wirklich erstes Licht, das damals, als das Licht anging, nicht nur dabei war, sondern dasselbe erstes Licht ist. Wenn das stimmt, das war damals schon klar, dann ist es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat. Wir sehen erstes Licht, wir sehen sehenden Auges in den Anfang unseres Universums hinein. Schon vorher hatte man den Verdacht, dass das Universum möglicherweise nicht ewig ist. Man hat beobachtet, dass sich das Universum unablässig ausdehnt. Also keiner wird heute den Saal verlassen, ohne dass das Universum ein bisschen größer ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir reinkamen, ein kleines bisschen größer. Das Universum dehnt sich ständig aus in die Zukunft. Wenn die Naturgesetze früher schon so waren, wie sie heute waren, und alles, was wir heute wissen, spricht dafür, dass die Naturgesetze sich nie geändert haben im Universum, dann müssten wir eigentlich auch rückwärts rechnen können. Wenn es in Zukunft immer größer wird, wir messen das, dann wird das Universum vor unserem rückwärts gewandten Auge immer kleiner, das ist klar. Aber es ist auch klar, dass das nicht unendlich lange gut gehen kann. Irgendwann haben wir ein Universum geschrumpft zu einem Pünktchen
kleiner als der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms. Ein ganzes Universum kleiner als ein Atomkern. Wir müssen uns mal vorstellen, all die Masse und Energie all der Sterne und Galaxien, die wir heute sehen, war damals schon vorhanden, war im ersten Moment gebündelt in einem Pünktchen weit, weit kleiner als ein Atomkern. Universum im Mini-Format. Und wie es jemand so schön gesagt hat, humorvoll auf den Punkt gebracht hat, Urknall, ja, aber wer hat denn da geknallt? Ich denke, Sie merken, der Urknall ist keine Erklärung für den Anfang, der Urknall ist der Anfang. Und die Frage ist, wer hat angefangen? Woher kamen Raum, Zeit, Masse, Energie und das Faszinierendste für uns Physiker, woher kamen die Naturgesetze, nach denen das Universum anschließend sich entfaltet hat? Die waren ja auf geheimnisvolle Weise implantiert, fast denk mal den Anfang des Lebens, dass eine einzige biologische Zelle, und jeder weiß das, Mensch im Miniformat, das wird kein Meerschweinchen und kein Krokodil, das wird Mensch werden, alles schon angelegt, menschliches Leben von Anfang an und ein paar Jahre später geht diese Zelle zur Schule. Alles schon in einer Zelle angelegt und jetzt sind wir in einer völlig anderen Welt, dem Universum, natürlich nicht vergleichbar, am Anfang viel, viel kleiner als eine biologische Zelle, heute deutlich größer als Mensch, ein Universum. Aber auch alles, was es brauchte, ein großes Universum zu werden, war in dem kleinen Universum schon angelegt. Und die faszinierende Frage, wer hat es angelegt? Warum gibt es Naturgesetze? Warum folgt das Universum diesen? Warum sind die Naturgesetze, wir werden es nachher noch sehen, ganz genau so, wie sie sein müssen, dass es uns geben kann? Es ist eine faszinierende Frage. Natürlich bleibt die Frage, sehen wir wirklich in den Anfang hinein? Ist das Licht vom ersten Licht, was wir sehen, oder nur was anderes? Lange musste man warten, von 1965, Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, bis zum Jahr 2003, wo diese Strahlung bis auf die x-te Kommastelle mit einer aufwendigen Satellitenmission untersucht wurde und die Ergebnisse waren überwältigend. Ganz genau die Eigenschaften, die die Strahlung haben müsste, wenn es Licht vom ersten Licht wäre, bis in die letzte Kommastelle, die man messen konnte, ganz genau die Eigenschaften hat diese Strahlung. Seit dem Jahr 2003 kaum mehr jemand, der irgendwie zweifelt. Wir sehen wirklich in den Anfang hinein, wir sehen erstes Licht. Wenn Sie sich fragen wollen, braucht man da vielleicht ganz teure Messinstrumente? Nein, nicht mal. Falls Sie noch so einen alten Analogfernseher auf dem Dachboden haben, diese Flimmerkiste, und Sie holen den runter heute Abend, schalten ein, stellen nicht auf dem Sender scharf, dann hat man dieses weiße Flimmern, wie wenn es schneit. Das ist auch irgendwelche elektromagnetische Strahlung, die Sie da einfangen. Und etwa 1% dieses Flimmerns ist eingefangene kosmische Hintergrundstrahlung, erstes Licht mit Ihrem alten Fernseher sichtbar gemacht. Es ist so viel. In jedem Kubikzentimeter dieses Raumes haben wir noch 400 Lichtquanten erstes Licht. Woher weiß ich das? Kenne ich den Raum so gut? Nein, aber unser Universum ist voll von erstem Licht. Jeder Kubikzentimeter Universum enthält etwa 400 Lichtquanten erstes Licht. Selbst diese riesen interstellaren Räume, in denen fast kein Molekül mehr lebt, leer ist es dort nicht. Erstes Licht, 400 Lichtquanten in jedem Kubikzentimeter. Und als diese Entdeckung war, dieses Universum im Atomkern und die Entdeckung, die Untersuchung des ersten Lichtes, Mather und Smoot haben diese Analyse gemacht, haben diese Mission geleitet und George Smoot und 3 Jahre später schon den Nobelpreis bekommen. So überzeugend waren die Daten und so überzeugend war auch, dass die Daten so relevant sind. George Smoot, einer der beiden Nobelpreisträger, er hat auf dieser legendären Pressekonferenz, wo diese Ergebnisse über das erste Licht vorgestellt wurden, einen Satz gesagt, den kein Mensch dem George Smoot zugetraut hätte. George Smoot hat ganz spontan hinzugefügt auf der Pressekonferenz, für den gläubigen Menschen ist es, als erblicke er das Angesicht Gottes. Das war natürlich ein steiler Satz. Natürlich wusste George Smoot, dass er nicht das Angesicht Gottes erblickt. Aber es war mir gleichzeitig auch bewusst, wenn ich sehenden Auges in den Anfang hineinschaue, vielleicht schaue ich auch ein ganz kleines bisschen Richtung Anfänger.
Universum war nicht schon immer da. Die kosmische Hintergrundstrahlung, Licht vom ersten lichten Blick Richtung Anfang. Und die Frage, wer hat denn da geknallt? Wenn es Naturgesetze gab, wer hat die gesetzt? Wenn es einen Anfang gab, wer hat angefangen? Und Einstein würde gleich fragen, und was war seine Idee dabei? Warum hat er das getan? Der Urknall, ich denke, wir merken, es erledigt nicht die Gottesfrage. Der Urknall führt zur Gottesfrage. Der Urknall, wie ich schon sagte, erklärt nicht den Anfang. Es ist der Anfang. Max Planck, ich glaube, der Name sagt den meisten was, Einstein, Planck und Heisenberg, die drei großen Väter der modernen Physik. Max Planck hat in der modernen Physik den Anfang gemacht mit der Entdeckung der Quantentheorie. Max Planck, er sagt so schön, fasst das zusammen mit Wissenschaft und dem Blick zu dem, der dahinter steht, hinter der Natur. Er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, und er fügt hinzu, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Wissenschaft und Glaube sind für ihn keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für Max Planck ist das wie ein Bild und ein Maler. Auf der einen Seite sehe ich im Vordergrund die Natur und die Naturgesetze, und als Wissenschaftler schaue ich, wie lauten die Naturgesetze. Auf der anderen Seite blicke ich hinter die Kulissen und stelle die Frage, wer steht dahinter? Zwei Dinge, die nicht das Gleiche sind. Wie ein Bild und Maler. Natürlich, das Bild ist das Werk, der Maler ist der, der es getan hat, aber kein Mensch würde da eine Verwechslungsgefahr sehen. Bild und Maler sind sehr verschieden. Kaum jemand würde sich die Maler an die Wand hängen, mit den Bildern reden. Man macht es umgekehrt. Der Maler ist eine Person, eine Persönlichkeit, das Bild ein Objekt. Aber kaum jemand würde sagen, da ist ein Spannungsfeld. Die einen glauben eher, es sind Maler, die anderen glauben eher, es sind in Wirklichkeit Bilder. Wir wissen, das gehört zusammen. Wenn ich ein Bild sehe, ein handgemaltes Ölbild, dann werde ich, auch wenn ich den Maler nicht kenne, einen Maler dahinter vermuten. Und so mancher, der sich ein Ölgemälde oder sonst ein schönes Gemälde an die Wand gehängt hat, hat nach Jahren plötzlich begonnen, sich für den Maler zu interessieren und hat sich gefragt, was sind da eigentlich für Gedanken in dieses Bild reingesteckt? Natürlich ist der Maler mehr als das Bild, aber so manche Gedanken sind vielleicht auch im Bild niedergelegt. Für Max Planck war das mit der Natur und dem, der dahinter steht, ganz ähnlich. Ich forsche im Vordergrund, und gleichzeitig ahne oder sehe ich den, der dahinter ist. Natürlich werden wir Gott nie ermessen oder gar vermessen können. Wenn es um die Natur geht, da ist es einfach. Da mache ich ein Experiment, zum Beispiel vor ihrer aller Augen ein Gravitationsexperiment. Ich habe einen Kugelschreiber und lasse den fallen. Und Sie ahnen schon, was passiert. Ja, alle Kugelschreiber fallen nach unten oder in Australien das Experiment machen. Ich bin der Herr der Lage, ich habe die Gravitation nicht gemacht, aber ich mache jetzt das Experiment. Der Kugelschreiber ist mein Objekt, ich mache mit dem, was ich will oder nicht. Wenn es um den geht, der hinterm Universum steht, wer bin ich, der ich noch nicht mal Universum oder Naturgesetz gemacht hat? Wer bin ich, dass ich von oben mir Gott greife, ihn analysiere, experimentiere? Es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Und wir werden heute alle rausgehen ohne einen Gottesbeweis, den wir in die Tasche stecken können, aber doch vielleicht mit einem ganz großen Staunen über den, den wir nicht vermessen können. Das im Vordergrund, im Bild gesprochen, das Bild können wir vermessen und ermessen, zumindest ein Stück ermessen. Die Grenzen sind dann auch fließend. Aber der, der dahinter steht, den wird weit mehr sein, als was wir ermessen können. Wenn wir von der Physik erwarten, Gott zu vermessen, dann haben wir zu viel erwartet. Wenn wir erwarten, dass wir ganz viel staunen können, dann liegen wir richtig. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott, ich denke, Sie merken schon, es ist eine spannende Frage, dieses alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es mehr sprechen. Dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube nur an das, was ich sehe. Es gibt weit mehr, als was wir auf den ersten Blick sehen und was doch Wirklichkeit ist. Allein in diesem Stück Raum, das wissen wir alle, ist jede Menge Musik drin. Wir hören die nicht, aber wir wissen, die ist hier drin. Natürlich auch jede Menge Telefongespräche,
Nachrichtensendungen, Spielfilme, das ist alles hier drin. In dem Moment, wo ich auf Empfang gehen würde, einen Rundfunkempfänger nehmen, auf Empfang gehen, ich würde sofort die Musik hören. Aber wir alle wissen, die Musik ist eine Wirklichkeit hier im Raum. Diese Information wird in Form von elektromagnetischen Wellen bereitgestellt, egal ob ich auf Empfang bin oder nicht, sogar egal ob ich an elektromagnetische Wellen glaube oder nicht. Die sind einfach da. Die fragen mich gar nicht, ob ich an elektromagnetische Wellen glaube. Ich denke manchmal, wenn meine Urgroßeltern in diesen Raum gebeamt würden und würden mich sehen, mit dem Handy telefonieren, die würden sagen, ach netter Kerl, unser Ur-Ur-Urenkel, aber so ein bisschen Sorgen macht man schon. Der hält sich so ein Plastikteil ans Ohr, führt Selbstgespräche, das ist gut, soll er tun, das tut ihm gut. Aber was uns Sorgen macht, er glaubt wirklich, dass er mit seinen Verwandten in Nordbayern und mit seinem Kollegen an der ETH Zürich spricht. So laut redet er doch gar nicht. Wir wissen alle, wie stark Autosuggestion ist, werden Sie sagen. Man kann sich in Zeug reinsteigern, bis man am Ende glaubt, man redet mit jemandem. Und das ist dem passiert, unserem Urenkel. Er glaubt, er redet mit jemandem. Ich würde mühsam meine Ur-Ur-Ur-Großeltern dazu bringen, so ein Teil in die Hand zu nehmen. Sie würden ganz erstaunt sagen, Paul, bist du's? Und so langsam im Lauf der nächsten 14 Tage würde ein tiefes Vertrauen in diese Gespräche mit dem Telefon erwachsen, ohne dass meine Ur-Ur-Ur-Großeltern elektromagnetische Wellen kennen oder diese Schaltpläne auf dem Chip überprüft haben. Und ganz im Ernst, die wenigsten von uns haben es getan. Am Ende lassen wir uns darauf ein, ohne dass wir alle Schaltpläne überprüft haben. Natürlich schon Vernunftargumente, man muss den letzten Unsinn tun. Aber dann lassen wir uns darauf ein, warum sage ich das? Für mich ist es so ein ganz kleines Bild, auch für die Verbindung nach ganz oben, wo man am Anfang sagt, wie soll das gehen? Und dann ahnt man, da ist doch mehr als das Vordergründige. Wir sehen ein ganzes Universum entstanden vor unseren rückwärts gewandten Augen und wir fragen, woher ist da vielleicht auch eine Verbindung, eine Standleitung im übertragenen Sinn nach ganz oben? Spannende Fragen. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört, die bringt so humorvoll auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel, also in einem Musikinstrument, seit Generationen. Und die hören immer die schöne Musik ertönen und die Mäuse hören andächtig zu. Und es gibt die alte Überlieferung, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Keine Maus hat jenen Menschen gesehen, man glaubt's. Bis eines Tages zwei Mäuseforscher in dem Flügel nur einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert zurück mit der Botschaft, das sind gar keine Menschen. Das sind in Wirklichkeit kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen und die sich rhythmisch bewegen, das ist die Musik. Seitdem wussten es alle, man hat es gerne geglaubt mit den Menschen, aber es ist ein Märchen. Es gibt keine Menschen. Es sind nur Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Natürlich immer um die Weihnachtszeit erzählen die großen Mäuse ihren kleinen Mäuschen noch das Märchen von den Menschen. Die kleinen Mäuschen glauben das noch, dass es Menschen gibt. Später werden sie lernen, es sind Hämmerchen und Stahlseiten. Was ist da schiefgelaufen bei den Mäusen? Es war ja nicht ihre richtige Erkenntnis. Die Mäuse fortig. Und dass sie das geglaubt haben, war vernünftig. Das Problem der Mäuse war nicht ihre richtige Erkenntnis, das Problem der Mäuse war ihre begrenzte Sicht. Die haben zu früh Wirklichkeitsebenen abgeschnitten, die es noch gab. Hinter den richtig erkannten Hämmerchen und Stahlseiten könnte da vielleicht jemand sein, der die Hämmerchen bewegt. Vielleicht sogar jemand, der den Flügel konstruiert, jemand, der die Musik komponiert hat. Die Mäuse haben einfach zu früh geendet. Und ich glaube, ein Stück weit geht es wahrscheinlich jeden von uns so ähnlich wie den Mäuschen, wo wir zu früh abschneiden und plötzlich entdecken, Moment, da ist vielleicht noch viel mehr dahinter, als was wir auf den ersten Blick gedacht haben. Ein Zitat bringt es schön zum Ausdruck. Meistens wird es dem Nobelpreisträger Werner Heisenberg zugeschrieben. Das Zitat, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Es geht uns wie den Mäuschen. Wir sagen, das sind ja die Naturgesetze. Wir haben alles im Griff. Es erklärt alles. Da ist nichts weiter.
Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber das Zitat geht weiter. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, stelle ich mir plötzlich die Frage, ja Moment, woher kommen all diese Naturgesetze, die ja nicht von mir kommen, die nicht von uns Menschen kommen? Wer ist da dahinter? Die Naturgesetze, hat es mal jemand treffend formuliert, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat, es sind vielmehr Nachschriften. Wir als Naturwissenschaftler sind in der bescheidenen Rolle eines Protokollführers. Wir Physiker stehen am Rande des Geschehens mit einem Notizblock und einem Stift in der Hand, beobachten die Natur gewissenhaft und wir schreiben in kleinen Buchstaben nach, was die Natur uns in großen Lettern vorschreibt. Wir sind die Zurkenntnisnehmer, nicht die Macher. Wir wenden dann die Naturgesetze an, klar, aber wir machen sie nicht. Wir finden Naturgesetze. Und wie es mal jemand so treffend gesagt hat, wir Physiker verstehen ja gar nichts. Die Naturgesetze gibt es nicht zu verstehen, sondern zur Kenntnis zu nehmen. Wenn wir meinen, wir haben die Gravitation verstanden, dann haben wir gar nichts verstanden, wir haben uns nur daran gewöhnt. Und an die Quantenmechanik, wenn wir meinen, wir haben die Quantenmechanik nicht verstanden, dann haben wir sie schon verstanden, wir haben uns nur noch nicht daran gewöhnt. Aber es gibt nichts zu verstehen, wir finden die Natur vor und wir schreiben auf, wie es funktioniert. Die Naturwissenschaft findet die Spielregeln, nach denen Gedankenanstoß weiterzudenken über das Vordergründige hinaus. Der bekannte Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker erfasst es mal so schön zusammen und sagt, die rationale Physik sieht nur die Oberfläche der Wirklichkeit. Die Physik erklärt nicht die Geheimnisse der Natur, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück. Woher kommen die Naturgesetze und wer kümmert sich eigentlich darum, dass sie immer noch funktionieren? Das ist überhaupt nicht klar, warum Naturgesetze sich nie ändern. Sie haben am Anfang auch begonnen. Aber warum ändern sie sich nicht? Zu unser aller Glück. Keiner macht sich Sorgen, keiner hat Albträume, ob morgen der Elektromagnetismus wackelt oder die Gravitation nicht mehr funktioniert. Das ist sowas von verlässlich. Wir sind alle dankbar dafür, sonst wird man schnell nicht mehr leben. Eine andere Frage, die uns Physiker alle fasziniert und ich glaube in 5 Minuten auch die Nicht-Physiker unter Ihnen, die Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so 2 Handvoll Zahlenwerte, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner weiß, warum es die überhaupt gibt und keiner weiß, warum gerade diese Zahlen. Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum und einige wenige mehr. Ich möchte nur ein Beispiel bringen, das das vielleicht ein bisschen illustriert. Jedes Elektron, das wir jemals fanden, hatte eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. Die Zahl können Sie gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen die nie. Jedes Elektron weiß, unter Anführungszeichen, dass man als Elektron diese Ladung trägt. Die ersten schmunzeln schon, ja, das ist so typisch Physiker. Die steigern sich da ein Zeug rein, wo ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber nachdenken würde. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese Zahlen ein bisschen anders wären, nur ein bisschen, das würde doch keinen Menschen interessieren. Sie haben recht. Wenn diese Zahlen auch nur ein bisschen anders wären, das würde keinen Menschen interessieren, weil es keine Menschen gäbe. Wir stellen im Nachhinein ganz beunruhigt fest, dass unser Leben, das jegliches biologische Leben am seidenen Faden hängt, am seidenen Faden dieser paar Zahlen wären die ein bisschen anders, wären wir alle nicht da. Sagt jemand, die ersten fühlen sich schon ganz nervös, den Puls, aber müssen wir nicht, die Zahlen sind auf dem richtigen Wert und sind stabil. Sagt jemand, gibt es andere Formen, Leben wäre auch nicht schlimm. Nee, gäbe keine anderen Formen von Leben. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Das Planck'sche Wirkungsquantum, absurd klein. 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Was ein Joule ist, was eine Sekunde ist, weiß jeder. Größen aus unserem Alltag. Was 10 hoch minus 34 ist, wissen wir auch. 0, und dann kommen erstmal 33 Nullen, mit jeder wird es ein Faktor 10 kleiner und dann kommt die erste Ziffer.
absurd kleine Zahl in unseren Alltagsgrößen ausgedrückt, wenn dieses absurd kleine Planck'sche Wirkungsquantum nicht absurd klein wäre, sondern ganz null, dann würden die Atome in den Atomkern stürzen. Wäre das schlimm? Ja schon. Dann würde alles in sich zusammenstürzen, was wir finden. Wie eine Seifenblase würde es alles in sich zusammenstürzen. Die gesamte Menschheit, über 8 Milliarden Menschen, würden zusammenstürzen. Die Masse blieb gleich, aber das Volumen nicht. Würden zusammenstürzen, über 8 Milliarden Menschen auf ein Gesamtvolumen kleiner als ein Fingerhut. Sie merken, wir sind auf Gedeih und Verderb, auf diese Zahlenwerte angewiesen, auch wenn wir noch nie drüber nachgedacht haben. Wir brauchen die. Sogar noch schlimmer, wenn am Anfang jemand das Universum geschaffen, in Betrieb genommen hat und bei der Inbetriebnahme peinlich darauf geachtet hat, dass ganz genau diese Zahlenwerte eingestellt werden, alles richtig, ganz genau die richtigen Zahlenwerte, das Leben möglich wird und dann kommt ein, und wir sind da, dann kommt ein ganz kleines Erdbeben, kleines nur für eine tausendstel Sekunde wackeln diese Zahlen ein bisschen, dann ist alles wieder in Ordnung, fast alles. Wir sind weg. In dieser tausendstel Sekunde, wo die Zahlen etwas wackeln, sind wir auf molekularer Skala zerstört und zerfallen. Die tausendstel Sekunde reicht nicht mal aus, dass ich umfalle oder Sie vom Stuhl kippen, das dauert ein bisschen länger, aber die tausendstel Sekunde reicht aus, dass unsere Moleküle zerstört sind, die DNA, unsere Erbinformation ist gelöscht, Zelle für Zelle und das Wunder des Lebens ist vorbei. Und wir wissen, dass seit Menschengedenken, im wörtlichen Sinne seit Menschengedenken, noch nie da was gewackelt hat, sonst wären wir nicht da. Jetzt bewegt natürlich fast jeden von Ihnen die eine Frage, wie genau muss es denn sein? Arg genau, super arg genau, wie genau müssen wir es denn am Anfang einstellen, damit es uns geben kann? Ich frage nicht, wie Leben zustande kommt, ich frage nur, wie die Naturgesetze sein müssen, dass es überhaupt möglich ist, dass Leben zustande kommt. Und die Zahl ist spannend. Diese Feinabstimmung der Naturkonstanten. Der Physiker Paul Davies, er hat eine einfach nachzuvollziehende Rechnung gemacht und einen anschaulichen Vergleich. Der rechnet uns vor, die Genauigkeit muss mindestens so präzise sein, mit der man die Naturkonstanten, wenn man am Anfang alles richtig in Betrieb genommen hat, Universum ist da, Naturgesetze, Gravitation, Elektromagnetismus, muss nur noch diese paar Zahlenwerte an feinen Drehknöpfen unter Anführungszeichen einstellen. Wie präzise muss ich einstellen? So präzise rechnet er uns vor, wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, dazu ungefähr ein Centstück. Und die Frage ist natürlich, aus welcher Entfernung? Wenn der Scharfschütze 10 oder 100 Meter entfernt ist, dann bin ich völlig entspannt. Natürlich passiert meinem Daumen und Zeigefinger nichts, wird auch aus 100 Meter Entfernung noch das Centstück treffen. Scharfschützen sind sie ja geworden, weil sie da gut sind in dieser Disziplin. Wenn er einen Kilometer weg ist oder gar 10 Kilometer, halte ich mein Centstück schon ein bisschen weiter weg. Er trifft immer noch. Jetzt machen wir mal das Experiment. Der Scharfschütze ist in Kiel in Norddeutschland und wir sind hier in der Halle in Österreich und er soll von Kiel aus, wird sich einen hohen Turm bauen müssen, damit er hier uns in St. Johann erreichen kann und wir halten hier ein Sendstück hin. Wir öffnen Fenster Richtung Norden oder bohren in die Wand eines und er kauft sich ein Hyperteleskop, um unser Sendstück in St. Johann von Kiel aus besser sehen zu können. Er kauft sich einen Hyperlaserpointer, der auch noch zu bauen wäre, um es mal anzupointen. Und dann versucht er mit ruhiger Hand zu zielen. Das Geschoss überquert die Kieler Förde, die norddeutsche Tiefebene, so manches Mittelgebirge und kommt langsam überquert die Grenze zu Österreich und kommt langsam zu uns, kommt durch unsere Halle rein und schießt mir von Kiel aus, abgeschossen, hier in St. Johann das Sendstück aus der Hand. Unglaublich. Wahnsinn. Sage ich, der neben mir ist noch ganz entspannt, sagt, haben Sie schon mal überlegt, wie klein Europa ist? Ja, ich verstehe,
er möchte, dass ich noch weiter weggehe, mache ich auch. Man könnte ja wieder mal auf den Mond gehen, war ohnehin schon länger niemand mehr gewesen. 12 Leute und dann eine längere Pause, weil es halt doch 384.000 Kilometer entfernt ist. Anschaulich, aber weit, 384.000 Kilometer. Er ist auf der Erde, ich stehe auf dem Mond. Die ersten Frauen würden den Mond treffen, aber darum geht es nicht. Er soll das Sendstück auf den Mond treffen. Jetzt brauche auch ich eine ruhige Hand, denn während der langen Zeit, die das Geschoss von der Erde bis zum Mond fliegt, darf ja auch ich nicht verwackeln, ohne Daumen und Zeigefinger zu gefährden. Ich bin also wie versteinert auf dem Mond und warte, was passiert. Das Geschoss fliegt 384.000 Kilometer, kommt endlich am Mond an, nähert sich der Region, in der ich stehe, nähert sich mir und schießt mir das Sendstück aus der Hand. Unglaublich. Ich bin fasziniert, der neben mir sagt, das mag auch Zufall sein, an so einem warmen Herbsttag, da mag unser Scharfschütze auf der Erde in seinem Gartenstuhl eingenickt sein. Und da hat sich ein Zufallsschuss gelöst. Und dass ein Zufallsschuss von der Erde aus abgesandt auf dem Mond ein Sendstück trifft, das kommt schon mal vor. Ich schaue ihn erstaunt an, aber er sagt mir mit erhobenem Zeigefinger, Herr Schimmel, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Okay, seltene Zufälle, ich bedenke das. Jetzt nehme ich nochmal ein Sendstück und nein, ich gehe jetzt nicht hin an den Mond. Ich gehe jetzt richtig weit weg. Ich gehe auf die Sonne. Jetzt stehe ich auf der Sonnenoberfläche, bisschen warm hier, aber was tut man nicht alles für die Forschung? Ich stehe jetzt auf der Sonnenoberfläche mit einem Sendstück in der Hand und jetzt ist die Entfernung gigantisch. Allein das Licht braucht 8,3 lange Minuten von der Sonne bis zur Erde. Licht mit Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer in einer einzigen Sekunde. Das heißt, die Strecke Erde-Mond, das macht das Licht in 1,3 Sekunden, diese 384.000 Kilometer. Erde-Sonne 8,3 Minuten. Jede Sekunde, nicht 300.000 Kilometer pro Stunde, was auch nicht völlig langsam wäre, sondern 300.000 Kilometer in einer Sekunde. 60 mal 300.000 Kilometer in einer Minute. 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer, das ist jetzt die Strecke Sonne-Erde. Ich stehe auf der Sonne, er ist auf der Erde, versucht über 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer ein Sendstück zu treffen. Ich stehe sehr lange in der Wärme, denn das Geschoss fliegt nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn es endlich ankommt, passiert Unglaubliches. Von der Erde aus auf der Sonne wird nichts anderes als ganz genau dieses Sendstück getroffen. Es ist nicht zu fassen. Wir reiben uns die Augen, wir raufen uns die Haare und sagen, was ist denn da los? Ich denke, Sie merken ja, das ist nicht irgendein Zahlenspiel, sondern das ist so genau, wie wirklich tatsächlich und im Ernst unsere Naturkonstanten hingetunt und getrickst sind, dass es uns geben kann. Es ist nicht zu fassen. In was für ein Universum sind wir da geraten? Meldet sich nochmal Paul Davies aus der Ecke und sagt, ja, in der Tat, es ist nicht zu fassen, aber es reicht nicht. Wie? Es reicht bei weitem nicht, sagt Paul Davies. Ja, wie? Sendstück von der Erde aus auf der Sonne, Wahnsinn. Jetzt sagt er, es reicht nicht. Und die wirkliche Zahl ist unglaublich. Und Sie werden merken, warum wir alle so staunen. Die wirkliche Zahl, so präzise wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, und jetzt kommt's, ja im Ernst, am anderen Ende des beobachtbaren Universums, das heißt die Entfernung zwischen Scharfschütze und Sendstück ist nicht Erde-Mond, das Licht macht es in 1,3 Sekunden. Können wir vielleicht Lautstärke ein kleines bisschen lauter drehen, dann kann ich ein kleines bisschen leiser reden. Ja, vielen Dank. Die Entfernung Sendstück zu Scharfschütze ist nicht Erde-Mond, das Licht macht es in 1,3 Sekunden. Auch nicht Erde-Sonne, das Licht macht es in 8,3 Minuten. Sondern die Entfernung ist bis zu den entferntesten beobachtbaren Galaxien unseres Universums. Das Licht läuft weit mehr als 10.000 Millionen Jahre von A nach B,
von uns bis zu diesem Sendstück. Weit mehr als 10.000 Millionen Jahre, bei denen in jeder einzigen Sekunde nochmal weitere 300.000 Kilometer an Zielgerade dazukommen. Sekunde für Sekunde kommen nochmal 300.000 Kilometer dazu und am Ende der Zielgerade, nachdem das Licht weit mehr als 10.000 Millionen Jahre gelaufen ist, ist dieses Sendstück und das wurde getroffen. Es ist, es raschelt irgendwas. Ich glaube, ich muss das irgendwie. Ist jetzt besser? Ja. Das wurde getroffen, das Sendstück am Ende des Universums. So genau sind unsere Naturgesetze abgestimmt, man kann es kaum fassen. Man fragt sich, was ist da los? Die Warum-Frage. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir in einem Universum sind, bei dem zufällig diese verrückte Zahl, diese Genauigkeit gemacht ist. Ist da ein System dahinter? Irgendwas raschelt oder was? Was mache ich da? War das schon immer? Sonst müsste man irgendwie... Ich versuche eine Zugentlastung zu machen. Soll ich mal ganz kurz, ich glaube, es ist für Sie lästig, oder? Wenn man es bei jeder Bewegung. Ja, das ist. Gibt es da irgendeine Klammer, wo man es anklammern kann? Nee, oder? Ist besser? Oder gibt es eine Klammer? Vielleicht kann sie nicken. Wenn Sie die haben, dann dürfen Sie die gerne vorbringen. Dann. Genau. Ja, aber nochmal zurück zu dieser faszinierenden Sache. Einmal quer durchs Universum. Über 10.000 Millionen Jahre lang wird in jeder Sekunde nochmal 300.000 Kilometer Zielgerade hinzugefügt. Am Ende des Sendstücks, das wurde getroffen. So genau müssen unsere Parameter der Naturkonstanten eingestellt sein, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass es uns gibt. Es ist nicht zu fassen. Die Feinabstimmung der fundamentalen Konstanten und die Frage, warum? Der berühmte Wissenschaftler, britischer Astronom und Mathematiker Sir Fred Hoyle, er sagt, "Nothing has shaken my atheism as much as this discovery." Nichts hat meinen Atheismus so erschüttert wie diese Entdeckung. Das längste System, das längste große Plan dahinter, wir haben es nur die ganze Zeit nicht gemerkt. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und jetzt auf einmal dies, ein ganzes Universum, als ob es für uns gebaut ist. Dieses hypergenau abgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die vorher überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben. Der Verdacht, ja, eine Klammer, oder? Steckt eigentlich richtig alles, oder? Bewegung macht was. Ja, vielleicht ist es ein bisschen besser. Danke, vielen Dank. Ja, zurück zum Universum. Einen ganz herzlichen Dank für die kleine technische Unterstützung. Aber ich glaube, es ist für uns alle angenehmer, wenn wir nicht immer dieses Rascheln haben. Genau. Dieses hypergenau abgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die vorher überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben, so wie Sir Fred Hoyle. Ist etwa unser Universum im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert worden, nur mit einem Zweck? Nur damit wir leben können. Ein ganzes Universum extra für uns. Die Ersten werden schon ein bisschen rot und sagen, hätte es doch nicht gebraucht, so viel Universum für uns paar kleine Leute. Es ist schon eine spannende Frage, ganz im Ernst, was ist da los? Ist da eine Absicht dahinter gewesen, ein Universum zu bauen, um uns unsere Existenz zu ermöglichen? Eigentlich sind wir ja gewohnt, immer kleiner zu werden statt größer. Und Jacques Monod, er hat angesichts dieser riesen
dieses Riesenuniversums diesen berühmten Satz geprägt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und er sagt, der Mensch weiß nun, dass er seinen Platz wie ein einsamer Wanderer am Rande unseres Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Wir sind in einem Riesenuniversum, ein winziges, vernachlässigbares Pünktchen. Wenn man sich überlegt, wie klein wir sind, lange ist es her, dass wir noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums waren und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Und dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Wir haben entdeckt, und schwer war der Abschied vom geozentrischen Weltbild, wir haben entdeckt, es ist gar nicht die kleine Sonne, die sich wärmend um unsere Erde dreht, es ist eine ziemlich kleine Erde, die sich um unsere Sonne dreht. In Zahlen ausgedrückt, 1 Million Erdkügelchen würden in die Sonne passen. Wenn wir die Sonne mal treffen, können wir sie fragen, ob sie überhaupt von uns weiß. Ich meine jetzt gar nicht von uns Menschen, aber von diesem kleinen Kügelchen, das wir Erde nennen, das sich da immer winzig klein um die große Sonne dreht. Die Sonne, die riesige, die Erde vom Volumen 1 Million kleiner. Aber es sollte nicht der letzte Abschied bleiben. Auch die Sonne, die große, wirkt ziemlich klein, wenn wir es in die Milchstraße setzen. Die Milchstraße weit über 100.000 Millionen Sterne. Weit über 100.000 Millionen Sterne. Und die Sonne ist nur einer davon. Die Sonne absolut winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar in den gigantischen Weiden unserer Milchstraße. Und auch das sollte nicht das letzte bleiben. Tief im 20. Jahrhundert angekommen, hat man plötzlich entdeckt, die Milchstraße ist gar nicht das Universum, sondern die Milchstraße ist ziemlich genauso verloren im Universum wie die Sonne in der Milchstraße. Zwei Zahlen leicht mit nach Hause zu nehmen. Weit mehr als 100.000 Millionen Sterne in der Milchstraße, die Sonne ist nur einer davon. Und jetzt nochmal weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur einer davon. Wir sind also sozusagen winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar hoch zwei. Die Sonne in der Milchstraße, die Milchstraße im Universum. Wir können total nachvollziehen, was Jacques Monod da schreibt. Diese letzte Verlorenheit eines winzigen Menschen in diesen gigantischen Weiden. Der Mensch weiß nun, dass er seinen Platz wie ein einsamer Wanderer am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Das ist dem Universum sowas von egal. Wir rufen und keiner hört, wir fragen und keiner antwortet, wir vergehen und keiner merkt es. Kaum dass 100 Jahre um sind, ist dieser Raum vollständig geräumt und auch der Jüngste unter uns ist nicht mehr da. Das Universum hat noch nicht mal bemerkt, dass einer von uns nach dem anderen in einen geräumigen Papierkorb purzelt, auf dem mit großen Lettern Vergessenheit steht. Und kaum dass noch ein bisschen Zeit auf kosmologischer Skala vergeht, ist die ganze Menschheit verpufft und verschwunden. Und das Universum hat noch nicht mal bemerkt, dass auf einem seiner winzigen Planeten knapp 2 Meter große Kreaturen herumgekrabbelt sind für eine kleine Zeit. Diese letzte Verlassenheit, diese letzte Verlorenheit in diesen riesen, endlosen Weiten unseres Universums, da kräht kein Hahn nach uns. Und ich glaube, wir alle können zutiefst diese Gedanken von Jacques Monod nachvollziehen. Und jetzt auf einmal das. Während wir alle Jacques Monod meditieren, jetzt auf einmal das. Ein ganzes Universum so verrückt hingetunt, als ob es extra für uns gebaut ist. Wenn das stimmen würde, ein ganzes Universum extra für uns, wenn das stimmt, dass der, der das Universum schuf, uns im Blick hatte, diese einsteinsche Frage, warum hat er das getan, dann wäre es auf einmal egal, dass wir dem Universum egal sind, wenn wir dem nicht egal sind, der hinter dem Universum steht. Dann wäre das Universum nicht das Letzte, sondern der, der es schuf. Dann würde es auf einmal auch für uns persönlich was ganz anderes bedeuten. Nicht eine letzte Verlassenheit, sondern eine letzte Geborgenheit. Nicht verlassen, verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand. Dann würde das stimmen, was man im Volksmund hört, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Dann wäre es keine fromme Vertröstung,
sondern eine Realität. Ich denke, wir merken, dass das alles nicht nur irgendwie spannend und interessant ist, das ist es auch. Aber es ist was, was uns letztlich auch betrifft. Ist da ein letzter Halt, dann würde das weit über das Chakmonosche hinausgehen. Nicht das Universum wäre das Letzte, sondern der, der es schuf. Und dann würde aus dem finalen Papierkorb vielleicht auch was ganz anderes. Einer, der uns trägt und der sagt, nach den knapp 100 Jahren, hier geht's weiter. Wir sind und wir bleiben in Gottes Hand, wenn wir uns in Gottes Hand legen. Sir Fred Hoyle, den ich vorhin schon zitiert habe, der dessen Atheismus so erschüttert wurde durch die Feinabstimmung, er sagt, das Universum ist offensichtlich, wie er so nett formuliert, eine abgekartete Sache. Und er sagt, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Das längste Plan dahinter, wir haben es nur über so lange Zeit nicht bemerkt und jetzt staunen wir. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, der so atheistisch begann und so nachdenklich wurde. Er schreibt, auch wenn in diesem Buch eine kurze Geschichte der Zeit, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben soll, dass mit genau den Parametern, die es braucht, dass es uns gibt, dass es unsere Atome gibt, dass wir möglich sind. Warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, schreibt Stephen Hawking, wäre sehr schwer zu erklären. Und er fügt hinzu, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen, schreibt Stephen Hawking, der Atheist, in diesem berühmten Buch. Ich denke, wir merken, wie plötzlich alte Denkschemata zur Seite geschoben werden und man völlig neu nachdenkt. Was hat uns eigentlich das zu sagen? Was bedeutet das für uns? Da ist mehr dahinter als nur das Vordergründige. Die Frage nach dem Woher, sie drängt sich schon auf, wenn wir die Ordnung in der Natur sehen. Und wir wollen mal einen kleinen Blick ins Kleine tun und dann ins Große. Von den ganz kleinen Teilchen im Innern eines Atoms bis zu den fernen Galaxien. Atome und Moleküle fangen wir mit dem Kleinen an. Eine Wunderwelt im ganz Kleinen. Die winzigen Bausteine unserer Materie, 18 Gramm Wasser, Chemiker nennen das ein Mol, ungefähr ein Schluck Wasser, enthalten 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle. Und ich glaube, die Zahl wird auch nicht so viel anschaulicher, wenn ich sie mit all ihren Nullen hinschreibe. Vielleicht sollte ich mal diese Menge Wasser trinken. Und wer will, darf mitzählen. Ja, ich glaube, das waren ziemlich genau 18 Gramm Wasser, also diese Zahl von Molekülen. Breiten wir sie mal anschaulich vor unserem geistigen Auge aus. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Diese 384.000 Kilometer sind uns ja mittlerweile wohl vertraut. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Wir belegen diese Autobahn mit Millimeterpapier, also auf jeden Quadratzentimeter 100 Quadratmillimeter Kästchen. Und Sie ahnen schon, was ich vorhabe. In jedem Quadratmillimeter dieser Erde-Mond-Autobahn soll jetzt ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Die Frage ist, wie breit, wie lang die Autobahn ist, wissen wir ja schon, wie breit muss die Autobahn werden, damit alle Platz haben. Jedes Molekül kriegt einen Quadratmillimeter zugesprochen. Na, der Taschenrechner sagt uns, es wird eine interessante Autobahn. Interessanterweise breiter als lang. Die Autobahn ist Erde-Mond, einmal Erde-Mond breit, lang, aber interessanterweise viermal Erde-Mond breit, mit Millimeterpapier belegt und auf jeden Quadratmillimeter ein Molekül aus einem Schluck Wasser, ein H2O-Molekül. Wir beauftragen sofort den Qualitätssicherungsingenieur, die alle zu überprüfen, auf Herz und Nieren, Quantenmechanik, Unschärferelation, Elementarladung, Spin, auch der Atomkern wird überprüft. Ein TÜV für jedes einzelne Wassermolekül von dieser gigantischen Menge. Der Qualitätssicherungsingenieur kommt nach seiner Überlebensaufgabe zurück und sagt, nullmal mit erheblichen Mängeln, nullmal mit geringfügigen Mängeln,
Jedes einzelne Wassermolekül war in jeder Hinsicht fehlerfrei. Bis in die letzte Kommastelle der letzten Parameter hat alles gepasst. Meine Botschaft würde sagen, ich werde nie mehr Wassermoleküle überprüfen. Die funktionieren alle ganz präzise nach den Naturgesetzen, egal ob vor vielen Jahren synthetisiert oder frisch zusammengebaut. Die nutzen sich nicht ab, die bestehen, wie sie sind und haben ganz genau die Eigenschaften. Und ich sehe schon kommen, wenn heute Abend jemand einen Schluck Wasser wegkippt, man hat fast ein schlechtes Gewissen dabei. Wie viele Wunderwerke man da einfach in den Abguss kippt und dann ehrfürchtig vielleicht ihnen hinterherblickt. Wunderwelt im ganz Kleinen, so zahlreich, und wir alle wissen, dass die Funktion der Wassermoleküle die Voraussetzung ist, dass unser Körper funktioniert. Neben vielen, vielen anderen Dingen. Atome und Moleküle kann man nicht sehen, das wissen wir alle, dazu sind sie zu klein, aber man kann sie fühlen. Es gibt eine originelle Sache, hat den Nobelpreis für Binnig und Rohrer gebracht, dass man mit einer feinen Spitze kann man vieles abtasten. Zum Beispiel bei dem Revival der Schallplatten. Man kann die feinen Rillen abtasten und denen Töne entlocken, weil die feine Spitze in die feinen Rillen kommt. Binnig und Rohrer haben das Prinzip der feinen Spitze auf die Spitze getrieben und haben an der feinen Spitze ein Atom befestigt. Wie das geht, verrate ich, wenn Sie nachher fragen. Es geht erstaunlich einfach. Jetzt haben wir eine Spitze mit einem Atom. Mit der können wir jetzt einzelne Atome abtasten. Und jetzt kriegen wir ein Höhenrelief nicht nur von den Alpen. Jeder Punkt der Alpen gibt es zu jedem Ort die zugehörige Höhe. So ein Höhenrelief von atomaren Landschaften. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, nein, das ist nicht die Kantine heute Mittag, wo es Erbsen gab, sondern es ist ein Bild von Atomen. Die Farbe ist willkürlich, aber hell ist hoch, dunkel ist tief. Jeder solche Hügel, jede grüne Erbse ist ein einzelnes Atom. Da sieht man sie in Reihe und Glied auf der Oberfläche eines Halbleiters abgebildet. Wunderschöne Bilder einer ganz kleinen Welt. Das ist mal ein Bleistiftstrich, so groß, wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Graphitschichten und auf dem Graphit des Bleistiftstrichs, das sind die einzelnen atomaren Positionen, die man durch Abtasten sichtbar machen kann. Das sind Atome in der Abendsonne. Die Farbe ist willkürlich, aber die Höhe ist echt, dreidimensionales Relief. Jedes Atom guckt gleich weit aus der Oberfläche bis auf die drei. Das ist uns gelungen, mit einem kleinen elektrischen Impuls drei Atome hochzuklappen. Das geht nur in ganz bestimmten Materialien und ist bis heute das kleinste bei Raumtemperatur reversibel speicherbare Bit. Wenn wir es für die Datenspeicherung verwenden würden, wir können auf der Oberfläche einer Telefon- oder EC-Karte 10 Jahre Farbvideo speichern. Wohlgemerkt auf der obersten Atomlage. Es sind unglaubliche Räume Richtung klein, die da offen sind und die Atome, aus denen bestehen wir. So klein ist diese Welt, aus der wir bestehen. Geht es noch kleiner? Natürlich, in der Schule haben wir schon gelernt, die Atome bestehen aus Kern und Hülle. Der Atomkern enthält fast die ganze Masse, die Elektronenhülle fast das ganze Volumen und fast keine Masse. Wenn Sie auf die Waage stellen und die Waage zeigt zum Beispiel 75 Kilogramm an, dann liegt es praktisch ausschließlich an Ihren Atomkern. Den Rest von sich können Sie zum Briefporto versenden, ungefähr 20 Gramm. 75 Kilogramm Atomkerne, 20 Gramm Elektronen. Und diese 20 Gramm Elektronen machen fast ihr ganzes Volumen aus. Ziehen wir den Stöpsel der Quantenmechanik raus, machen das Planck'sche Wirkungsquantum Null, stürzen die Elektronen in den Kern und die Menschheit wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, zusammenstürzen auf knappen Fingerhut. Wir sind aufgespannt durch Naturgesetze. Ziehen wir das Naturgesetz, ich gehe nicht auf die Details ein, L gleich N mal H quer aus dem Physikbuch raus, stürzt uns eine ganze Welt zusammen, nicht nur im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinn. Was uns da alles aufgespannt ist, die ganze Menschheitsgeschichte haben wir nicht drüber gestaunt und jetzt merkt man, was da alles los ist. Geht es eigentlich noch kleiner als ein Atomkern? Ja, natürlich, sonst hätte ich wahrscheinlich die Frage nicht gestellt. Geheimnisvolle Geisterteilchen hat mal jemand die Neutrinos genannt. Das sind in der Tat spannende Gesellen, die durchdringen uns, ohne dass wir es merken. Also während wir hier sitzen, nicht zu sehr erschrecken, aber es ist so. Die kommen aus dem Weltall. Während sie hier sitzen,
wird ihre Schädeldecke durchbohrt, ihr Gehirn durchquert, die Teilchen gehen durch Wirbelsäule, Magen, Fußsohle, durch den Betonfußboden und den Erdmantel, durchs Erdinnere und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Also ich meine jetzt wirklich St. Johann rein, durch den Erdmittelpunkt durch, in der Nähe von Neuseeland wieder raus. Und natürlich bleiben welche hängen, aber ziemlich wenige. Auf dem Weg quer durch die Erde geht so ungefähr 1 von 10 Milliarden Neutrinos verloren. 1 von 10 Milliarden. Fast alle gehen einfach durch die Erde durch, ohne dass wir es merken. Brauchen wir diese seltsamen Gesellen für unser Leben? Nein, natürlich nicht. Wir leben fröhlich ohne Neutrinos, aber die Sonne würde sofort instantan ihre Energieproduktion einstellen, wenn nicht in der Sonne die ganzen Neutrinos ganz gewissenhaft den Job tun, den man als Neutrino tun muss. Also ohne Neutrinos kein Leben. Und auch die meisten Atome, aus denen wir bestehen, sind nur deshalb zusammengebaut worden, weil die Neutrinos ihren Job getan haben. Im ganz Kleinen auch wieder Naturgesetze, die wir brauchen für unser Leben. Und nun wollen wir mal wechseln zu großen Welten mit dem Bewusstsein. Kein Stern würde leuchten, wenn die kleinen Neutrinos nicht funktionieren würden. Das große Leuchten ist auf die kleinen Teilchen und deren Funktion angewiesen. Gehen wir mal einen Streifzug bis an die Grenze des Universums und fangen dort an. Vielleicht machen wir jetzt die Beleuchtung ein bisschen anders dann, genau, dass wir mehr Kontrast haben für die, fürs Universum. Fangen wir dort an, wo wir zu Hause sind, die Erde mit ihrem Mond, der blaue Planet. Andere Planeten umkreisen ebenfalls die Sonne, der Mars, der rote Planet, der Merkur, der zernarbte Planet, der Jupiter, der große Planet, unser Staubsauger. Der Jupiter, mehr als doppelt so viel Masse wie die anderen Planeten zusammen, er saugt so manchen Gesteinsbrocken auf sich, bevor er der Erde gefährlich werden kann durch seine große Masse. Die Sonne selbst, ich habe es ja schon gesagt, 8,3 Lichtminuten entfernt. Wenn jemand sagt, ich sehe die Sonne, dann stimmt das natürlich nicht. Kein Mensch sieht die Sonne, wie sie ist. Jeder sieht die Sonne, wie sie vor 8,3 Minuten war. So lange braucht das Licht von dort nach hier. Und je weiter wir ins Universum gehen, desto tiefer schauen wir natürlich auch in die Vergangenheit. Die Sonne, ich hatte es ja schon gesagt, 1 Million Erdkügelchen würden reinpassen. Die Sonnenoberfläche voller Eruptionen, Sonnenflecken, riesige Schweife, die hier rausgehen. Das Erdkügelchen wäre ein ganz kleines Kügelchen am Rande. Die Sonne, ein Stern in unserer Milchstraße, unserer Heimatgalaxie, von der Seite gesehen wie eine Scheibe, von oben gesehen wie eine Spirale. Und wir können als Milchstraßenbewohner in unsere Milchstraßenscheibe reinschauen, sehen es als Band am Himmel, im Infraroten in Falschfarben dargestellt, sehen wir es noch schöner, noch brillanter, Infrarot dringt besser durch, unsere Scheibe der Milchstraße, von denen die Sonne einer von weit über 100.000 Millionen Sternen ist. Ach so, wie groß ist eigentlich eine Milchstraße? Ja, wenn Licht nicht besonders groß, sind ja massenweise Galaxien im Universum. Wenn Licht in die Milchstraße reingeht, das Glück hat nirgends anzustoßen, durch die Milchstraße durchläuft, braucht es nicht lang dafür. Kaum dass 100.000 Jahre um sind, ist es auf der anderen Seite schon wieder draußen. 100.000 Jahre, jede Sekunde 300.000 Kilometer, das ist unser Milchsträßchen, unsere winzig kleine Heimat, die wir im großen Universum haben. Wir schauen raus, im Vordergrund kometarischer Nebel CG4, da liegt eine Scheibengalaxie rum und im Hintergrund Pünktchen über Pünktchen, als ob es schneit. Das sind natürlich keine Schneeflocken, größtenteils auch keine Sterne. Diese Pünktchen im Hintergrund sind selber wieder größtenteils Galaxien, die in riesen Entfernungen zu winzigen Pünktchen verschmelzen. Und wenn wir so manches Pünktchen, so klein, das wir hier sehen, reinzoomen, hat es wieder seine zum Beispiel 100.000 Millionen Sterne. Wir sehen mit unseren Teleskopen diese riesen Weiten. Teleskope, das bekannteste der Vergangenheit ist das wohl das Hubble-Teleskop, das als Weltraumteleskop die Erde umkreist und ungetrübt durch die Erdatmosphäre diese wunderschönen Bilder aufnimmt, das Hubble-Teleskop von NASA und ESA. Nachfolger ist jetzt das James-Webb-Teleskop, das das Ganze noch schöner macht und noch weitere Messmöglichkeiten hat. Hier sehen wir das Hubble, hier die Erde, hier das Universum. Und viele Bilder, die ich heute zeige, die meisten sind von dem Hubble-Teleskop gemacht. Sombrero-Galaxie,
Namensprogramm, der Riesenring in der Mitte, dieses nebelige Leuchten, das ist kein Nebel von Wassertröpfchen angestrahlt von einem Scheinwerfer, das sind Tausende von Millionen alter Sterne, die dieser Designerleuchte ihr Design geben. Spiralgalaxie NGC 2997, warum zeige ich die denn? Nichts Besonderes, ganze Universum voller solcher Galaxien, aber unsere Milchstraße ist ganz ähnlich. Wenn wir das Glück hätten, mal als Außergalaktischer von oben auf unsere Milchstraße zu schauen, wir kämen mit einem ganz, ganz ähnlichen Foto zurück, einer Galaxie, die um den Mittelpunkt rotiert, die Spiralarme hat. Und wäre das die Milchstraße, dann wäre auf einem dieser Spiralarme auch unsere Sonne, die mit der ganzen Milchstraße mit rotieren würde. Und unsere Erde natürlich mit. Scheibengalaxie von der Seite gesehen und Pünktchen über Pünktchen, Galaxien über Galaxien, die in den Riesenentfernungen zu kleinen Pünktchen verschmelzen. Pferdekopfnebel, hier diese Formation aus Gas und Staub, die einem Pferdekopf ähnelt, im Hintergrund wieder die Galaxien. Wunderschöne Bilder aus unserem Universum, Bilder aus einer ganz großen Welt, mit ihrer eigenen Ästhetik. Aber es ist nicht Science Fiction, so stellt sich ein Künstler das Universum vor. Es sind reale Fotos aus einer realen Welt mit ihrer eigenen Ästhetik. Während wir hier sitzen, stehen neue Sterne und wir schauen den Sternen beim Geborenwerden zu. Natürlich versetzt um die Laufzeit des Lichtes von dort nach hier. Starburst Galaxy, ein ganz berühmter Bereich. Geburtsstätte von Abermillionen junger Sterne, die ihre eigene Geburtswolke von innen be- und hinterleuchten und diese wunderschönen Lichteffekte geben. Und wer hinten sitzt, sieht die großen Punkte, wer vorne sitzt und gute Augen hat, sieht auch die ganz kleinen Pünktchen. Diese kleinen Pünktchen, das sind keine Sterne, sondern jedes dieser kleinen Pünktchen enthält bis zu einer Million junger Sterne. Riesige Wolken aus Gas und Staub, wieder be- und hinterleuchtet von Sternen, die in diesen Wolken geboren wurden. Und wenn wir hier nochmal reinzoomen, es schaut schon fast wie Science Fiction aus, ist aber eine reale Welt in ganz groß, die wir mit unseren Teleskopen sichtbar machen. Ja, wenn es so viele Galaxien gibt, weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum, ich möchte jetzt mal von einer ganz besonders reden. Nur eine ist direkt vor unserer Haustür, ganz nah der Andromeda-Nebel. Keine von den weit über 100.000 Millionen Galaxien ist so nah wie der Andromeda. Das ist unsere Nachbargalaxie. Wenn dort was passiert, die ist so nah, keine andere so nah, zack, ist das Signal schon bei uns. Dort ist eine Lichterscheinung im Andromeda-Nebel, zack, weil die Entfernung so niedrig ist, ist das Licht bei uns. Also zack, heißt dann doch, naja, 2,5 Millionen Jahre braucht das Licht dann doch. Aber näher geht nicht. Eine nähere Galaxie hat unser Universum nicht zu bieten. 2,5 Millionen Jahre, jede Sekunde 300.000 Kilometer, das ist die Galaxie vor unserer Haustür. Und wenn ich das schon sage, ahnen Sie, was dann die fernsten Galaxien sind. Da geht es nicht um 2,5 Millionen Jahre, sondern da geht es um Tausende von Millionen Jahren, um weit über 10.000 Millionen Jahre, die das Licht zu uns braucht. Und vorhin habe ich ein Centstück genommen und habe gesagt, ich stehe jetzt virtuell dort, wo die fernsten beobachtbaren Galaxien unseres Universums sind. Und jetzt machen wir ein Foto davon. Es ist faszinierend, was in den letzten Jahren möglich war. Was Sie hier sehen, ist einer der drei tiefsten Blicke, die die Menschheit je ins Universum gemacht hat, Hubble Ultra Deep Field. Was wir hier sehen, ist nichts Besonderes. Das sind Galaxien, Scheibengalaxien, Spiralgalaxien, überhaupt nichts Besonderes. Auch die Physik ist die gleiche. Aber was besonders ist, ist diese gigantische Entfernung. Das Licht, das jetzt zu uns kommt, ist für viele der Sterne weit mehr als ein Sternenleben unterwegs. Das Licht wird ausgesandt, das Licht läuft weit mehr als 10.000 Millionen Jahre vor sich hin, bis es zu uns kommt. Und in der Zwischenzeit sind viele der Sterne, die das Licht ausgesandt haben, längst erloschen und wir sehen jetzt erst ihr Licht.
gigantische Entfernungen. Und wir sind fasziniert. Auch dort, tief in der Vergangenheit, in gigantischer Entfernung, ganz genau die gleichen Naturgesetze. Ganz genau von den Elektromagnetismus bis Gravitation, die gleiche Physik dort wie hier. Aber faszinierend auch, dass man solche Bilder machen kann. Natürlich ist es ein technisches Wunder, wo man sagt, was ist da alles notwendig gewesen, um das zu können. Aber es ist auch faszinierend, dass es geht. Wenn ich irgendwo fotografiere von A nach B, dann darf zwischen A, wo meine Kamera steht, und B, was ich fotografieren will, natürlich nichts im Wege sein, was den Blick verbaut. Das heißt, es ist tatsächlich möglich gewesen, man fand ein Guckloch, ein Schlüsselloch in der Anführungsstrichen, wo die Wissenschaftler von dem Hubble-Team einmal quer durchs Universum fotografieren könnten, ohne dass an irgendeiner Stelle irgendwas den Blick verbaut hat. Man hat kein weiteres solches Guckloch. Man schaut dadurch in diese gigantischen Entfernungen. Hätten wir dieses Guckloch nicht, wird man heute sagen, dort draußen vermuten die Wissenschaftler Galaxien, aber wissen können wir es nicht, wir vermuten es, denn wir können ja nie da draußen sein. Jetzt gibt es tatsächlich so ein kleines Guckloch, Licht der fernen Galaxien kommt bis zu unseren Planeten und wir machen da Bilder aus der gigantischen Ferne. Wir hängen die ganz fernen Bereiche des Universums in unser Wohnzimmer und bestaunen sie. Faszinierend. Und wir sehen gleichzeitig, wie groß ist unser Universum und wir ahnen, wenn das das Universum ist, wie groß wird der sein, der es gemacht hat? Ich meine jetzt nicht nur geometrisch, ich meine jetzt einfach von dem, was er geschaffen hat. Der Maler ist ja mehr als sein Werk. Und wir ahnen doch das eine. Ich glaube, jetzt können wir wieder auf Normalbeleuchtung gehen. Wir haben die Bilder vom Universum gesehen. Hier stellt sich die entscheidende Frage. Wenn das die Spuren sind, wie groß wird der sein, der die Spuren gelegt hat und wie soll ich ihn jemals finden? Ich meine, wenn wir schon fürs Durchqueren unserer Milchstraße 1.000 Menschenleben brauchen von je 100 Jahren, dann sind wir in 100.000 Jahren mal durch die Milchstraße. Wie sollen wir kleinen Leutchen den erfassen, der hinterm Universum steht? Vielleicht ist er auch überall und wir haben einfach keine Antenne. Uns geht es wie den Ur-Ur-Urgroßeltern mit elektromagnetischen Wellen. Wir sind da, ahnen den einen, den wir nicht sehen. Und ich denke, wir merken da, unsere Bordwerkzeuge greifen da nicht. Wie sollen wir Gott erfassbar, sichtbar machen? Wir sehen die Schatten an der Wand, aber uns fehlt der Bohrer, um durch die Wand durchzubohren und zu schauen, was ist da dahinter? Wir sind in unserer kleinen Welt gefangen. Wir bleiben die Staunenden, die den ahnen, den wir doch nicht finden. Wir schauen ehrfurchtsvoll ins Universum und fragen, wir ahnen die Absicht natürlich mit dieser Feinabstimmung, er wollte uns, aber wir sehen ihn nicht, wir sehen nur seine Spuren. Der Urknall, die Gottesfrage, Urknall spannend, Universum spannend, Faszination Universum, aber die Gottesfrage, da kommen wir nicht weiter mit dem, was wir vermessen und ermessen können. Kommt der Kommentar, na ja, das geht schon. Religion, sagt man ja, sei der Weg des Menschen zu Gott. Ja, das kann man sagen, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie soll es gehen, wie sollen wir Gott finden? Ich meine, wir können uns Götter ausdenken, das hat man schon zahlreich gemacht. Und Stephen Hawking sagt ja, das bringt gar nichts. Wir brauchen uns keine Götter auszudenken, Theofiction sozusagen. Es gibt Science-Fiction, wir denken uns Wissenschaft aus, die es gar nicht gibt. Theofiction, wir denken uns Götter aus, die es gar nicht gibt. Können wir machen. Weiter bringt es uns nicht. Die Frage ist, wie ist der eine wirklich, der dahinter steht? Und da merkt man, da kommen wir an unsere Grenzen und fast würde man sagen, geh mal heim, kann man nicht weiterkommen. Aber mir sind dann diese fernen Galaxien zum Bild geworden. Diese fernen Galaxien, wo wir auch gesagt hätten, können wir lange diskutieren, dorthin wird kein Mensch kommen, das ist einfach zu weit. Jetzt auf einmal passiert das Faszinierende. Es gibt tatsächlich dieses eine Guckloch, wo unter Anführungszeichen, wo tatsächlich Licht der fernen Galaxien durchs ganze Universum bis zu unserem kleinen Planeten kommt. Licht der fernen Galaxien streift unseren kleinen Planeten. What if? Was wäre,
wenn Licht des fernen Gottes, bildlich gesprochen, unseren kleinen Planeten streift. Nicht auszudenken. Wir hätten Informationen über Gott. Wir wüssten mehr, als was wir uns selber ausdenken können. Ich denke, Sie merken, es ist schon spannend, diese Botschaft, die wir aus der Bibel hören, die ja genau in die Richtung geht. Nicht wir müssen Gott finden, sondern Licht des fernen Gottes streift unseren kleinen Planeten. Nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen in Gottes große Welt kommen. Wie sollen wir das? Wir bleiben Menschen. Nicht wir müssen in Gottes große Welt kommen, sondern er kommt in unsere kleine Welt. Gott wird in Jesus Christus Mensch, reicht uns die Hand, baut die Brücke. Es ist schon eine faszinierende Botschaft, aber natürlich auch eine Botschaft, wo man zunächst mal vorsichtig sagt, mit Goethes Faust, die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Kann ich wirklich glauben, dass der, der das riesige Universum schuf, und es ist uns ja deutlich gemacht worden von Jacques Monod, wie klein wir sind in dem Riesenuniversum, können wir wirklich damit rechnen, dass der, der das riesige Universum schuf, überhaupt von uns weiß? Geschweige denn Interesse an uns hat. Aber ich denke, da merkt man, es ist die zweite unfassbare Botschaft des heutigen Abends. Die erste, ein ganzes Universum so verrückt hingetunt, als ob es für uns gebaut ist, dass selbst gebürtige Atheisten in Anführungszeichen sagen, das kann nicht mehr mit rechten Dingen zugehen. Da ist irgendjemand, der die Absicht hatte, dass es uns gibt. Auf der einen Seite dieses und auf der anderen Seite diese Botschaft eines Gottes, der sich im Ernst für uns interessiert. Ich denke, Sie merken, das passt total zusammen. Von einem, der ein Universum schafft, wenn ich von Gott den meine, der wirklich die Physik gemacht hat und das Universum, der so verrückt hintunt, man wäre nicht völlig überrascht, man müsste vielleicht fast erwarten, dass der uns beabsichtigt hat. Einstein hat ja so viele ganz unterschiedliche Gedanken zu Gott sich gemacht. In dem berühmten Interview mit der Saturday Evening Post, da sagt er, da kommt diese persönliche Seite, die er sonst eher zurückhaltend hat, zum Ausdruck, wo es, da geht es um das Thema des Interviews, what life means to Einstein, was das Leben für Einstein bedeutet. Und da sagt Einstein, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, als er spricht von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht, und er fügt hinzu, niemand kann das Evangelium, also diese vier Lebensberichte von Jesus Christus lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Er fügt noch hinzu, seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort, kein Mythos, wer von solch erfüllt. Was er daraus gemacht hat, wissen wir nicht. Aber wir merken, wo er auch dieses gemerkt hat, das was ganz Besonderes, diese Brücke, die Gott in unsere kleine Welt baut. Hier das Originalzitat, nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Der Apollo-Astronaut James Irwin, hier sehen wir auf dem Mond, einer von den 12 Leuten, die dort waren, ihn hat dieses Mondereignis, dieser Mondbesuch sehr bewegt. Und er kam zurück mit dieser Botschaft, die er immer wieder betont hat, God walking on the earth is more important than man walking on the moon. Dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzte, ist wichtiger, als dass der Mensch den Mond betrat. Und ich glaube, wir alle wissen, merken, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, das ist zwar interessant, aber irrelevant. Ich glaube, es ist kein einziger hier im Raum, dessen Leben einfach nur spannend, nur unter dicken Anführungszeichen. Wenn das andere stimmt, dass im Ernst der, der ein Universum schuf, in unsere kleine Welt kommt, uns die Hand auf Augenhöhe reicht, Vergebung anbietet, die Botschaft von einem liebenden Gott zu uns gibt, der die Brücke bauen will, der an uns interessiert ist. Wenn das stimmt, dann ist es umgekehrt. Dann ist es nicht nur interessant, dann betrifft es uns alle. Dann ist kein einziger hier im Raum, dann ist kein einziger auf der Erde, dessen Leben oder Lebenssituation nicht grundsätzlich geändert wird, dann macht es den Riesenunterschied zwischen diesem bedrückenden Bild von Jacques Monod, einer letzten Verlorenheit,
einer letzten Verlassenheit in den Riesenweiden unseres Universums. Und am Ende wartet der finale Papierkorb der Vergänglichkeit und Vergessenheit. Und diesem ganz anderen Bild, dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Nicht ein letzter Papierkorb wartet, sondern Gott wartet. Und schon in den knapp 100 Jahren davor ist er einer, der Schritt für Schritt mit uns geht. Für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich denke, Sie merken, Physik kann spannend sein, aber es wird kein Lebensinhalt sein. Aber dass ich weiß, mein kleines Leben geborgen in Gottes Hand, das ist das Wichtigste für mich. Die letzte tragende Botschaft. Eine Standleitung nach ganz oben. Ich kenne meine Zukunft nicht, aber ich kenne den einen, der mit mir geht. Eine letzte Geborgenheit. Und ich würde sagen, nicht nur mein kleines, zerbrechliches Leben geborgen in Gottes Hand, ich möchte sogar hinzufügen, mein kleiner, zerbrechlicher Glaube geborgen in Gottes Hand. Es ist einer, der mein Leben und meinen Glauben trägt. Ich brauche keinen starken Glauben, ich muss nicht besonders fromm sein, ich darf einfach kommen. Ich habe diesen Satz aus der Bibel, du bist ein Gott, der mich sieht, mal ganz bewusst vor die fernen Galaxien gestellt. Wie wenig selbstverständlich das ist, dass der ein Universum schuf, unser kleines Leben sieht. Im O-Ton hat den Satz eine Frau ausgesprochen, die in einer ganz verfahrenen familiären Situation, das hat sich gegenseitig Unrecht getan und jeder war irgendwie schuld. Am Ende war es so verfahren, die wusste nicht mehr ein noch aus. Ihr ist bitteres Unrecht geschehen. Sie war auch nicht schuldlos. Sie ist in letzter Verzweiflung in die Wüste gerannt. Sie hat nicht Gott gesucht. Sie hat keinen Ausweg mehr gesehen. Aber der Gott, den sie nicht gesucht hat, hat ihre Not gesehen. Ist ihr nachgegangen. Sie hat eine ganz bewegende Gottesbegegnung in der Wüste gehabt. Sie kam zurück mit diesem Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat hinfort ihr Leben begleitet. Die Situation blieb schwierig, aber für die Frau hat es sich total verändert. Sie ist nicht allein, Gott geht mit ihr und hat sie schon gesehen, als sie ihn noch nicht gesehen hat. Unser Vater im Himmel, wie oft spricht man diesen Satz, wenn uns bewusst wird, was das eigentlich bedeutet. Der, der ein Universum schuf, zu dem darf ich reden, darf ich per Du sein. Ich denke, es ist ein ganz großes Geschenk. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wenn man sagt mit dem Handy, wie soll das denn gehen, wie meine Urgroßeltern die Frage mit dem Handy gestellt haben, so fragen wir vielleicht auch die Frage, wie ist denn die Standleitung nach ganz oben, auch wenn wir die Schaltpläne noch nicht sehen. Aber wir sind nicht die Ersten. Beim Handy war es für mich eine ganz große Ermutigung, dass ich, lange ist es her, mein erstes Handy, nicht der Erste war. Ich habe andere schon telefonieren sehen. Beim Glauben war es mir auch eine große Ermutigung, dass ich nicht der Erste war. Ich habe andere schon glauben sehen. Keine fehlerfreien Leute, aber Leute, wo wir gesehen haben, sie waren in allen Höhen und Tiefen getragen und in Gottes Hand. Für mich war es eine starke Ermutigung. Am Ende wird man es ausprobieren müssen und Jesus Christus sagt, mir war das persönlich ein ganz wichtiger Satz, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt und ein gewisses Maß an Religiosität mit sich bringt, nee, überhaupt nicht. Wer zu mir kommt ohne If, ohne Wenn und Aber, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich kann sogar als Physiker kommen. Ich kann als einer, der kritisch nachfragt, kommen, der Zweifel mitbringt im Gepäck. Ich darf einfach kommen, die Botschaft von einer offenen Tür. Eine Einladung, nicht so missionarisch in dem Sinn, so aufdringlich, Sie sollten mal ein bisschen mehr Religiosität walten lassen. Ich muss gar nichts. Ich darf gottlos bleiben, aber ich muss es nicht. Das Leben ist ein Geschenk, Glaube ist ein Geschenk. Ich muss nicht glauben, aber ich darf glauben. Und wenn ich neugierig bin, ich darf es ausprobieren. Ich darf ausprobieren, mit skeptischen Fragen kommen, aber kommen. Wie soll es denn praktisch ausschauen? Das war für mich auch so ein Punkt. Was heißt Glauben? Und Jesus Christus sagt, er macht es praktisch. Es ist eine Standleitung geschaltet nach ganz oben, online mit Gott. Und ich darf es ausprobieren. Am Anfang skeptisch wie meine Urgroßeltern oder ich irgendwann, aber dann immer zuversichtlicher. Und Jesus sagt, bitte, dann wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn das der Bundespräsident sagen würde,
heute Abend von 11 bis 12 dürfen Sie, und dann steht Name da, mit dem Bundespräsidenten reden, was Sie bewegt. Ja, Wahnsinn, würden diese Zeit reservieren. Jetzt ist die Aussage, es ist noch weit höher. Und es ist tatsächlich so, ich darf es ausprobieren. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr die Finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und weil es Jesus Christus so wichtig war, hat es gleich nochmal gesagt. Denn wer da bittet, der empfängt tatsächlich. Wer bei Jesus sucht, der wird fündig werden. Und wer bei ihm anklopft, dem wird tatsächlich aufgetan. Ich fand es ermutigend bei anderen. Ich habe selbst ausprobiert. Und ich denke, am Ende, es ist eine experimentelle Aussage, wie die Physik. Ich kann physikalische Gesetze nicht beweisen. Aber in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, merke ich, das funktioniert. Beim Glauben ist es eine völlig andere Welt, aber in der Hinsicht doch ganz ähnlich. Ich kann diese Physikbuch-Naturaussagen vielfach überprüft. Ich sage, glaube ich nicht. Wenn ich es ausprobiere, merke ich es. In der Bibel Glaubensaussagen vielfach überprüft. Am Ende werde ich es erst merken, wenn ich mich darauf einlasse. Vielleicht doch manche Analogien. Und ich denke, wir haben heute einen weiten Bogen geschlagen vom Anfang des Universums und wer hat angefangen. Von den Naturgesetzen und woher kommen die? Und war mit dieser extremen Präzision, als ob sie für uns gebaut sind. Vom Staunen über das Universum und doch dieser letzten Grenze. Nein, wir kommen mit unseren Mitteln nicht in Gottes Welt. Es ist umgekehrt, der, den wir nicht erreichen, der erreicht uns. Der Unvorstellbare stellt sich uns vor, kommt in unsere Welt, in Jesus Christus und wird einer von uns. Und ich denke, wir merken, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört und passt zusammen, das Forschen und Staunen, aber auch diese ganz persönliche Seite, und Glaube ist immer ganz persönlich, diese ganz persönliche Seite des Betens und Glaubens. Ja, mit dem Zitat von Max Planck möchte ich auch schließen und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die weite Reise im doppelten Sinn, die Sie mit mir heute gemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich denke, wir machen noch eine kurze Fragerunde, oder wie wollen wir es machen? Kurze Fragerunde im Plenum. Anschließend bin ich noch oben, endlich übernachte hier. Und von da, also nicht hier im Raum, aber hier am Ort. Von daher bin ich dann auch noch Open End einfach zu Gesprächen und Fragen und so weiter zur Verfügung und Sie können auf mich zukommen. Aber ich glaube, so eine kleine Fragerunde im Plenum machen wir noch, oder wie wollen wir es? Ja, genau. Also mir ist noch irgendwie, steht der Mund offen. Wir haben jetzt alle diese Sternschnuppen erlebt, oder? Also wenn man das in der Natur sieht. Also vielen Dank, Sie haben uns wirklich geholfen, dass wir dort weitergedacht haben, wo wir bisher aufgehört haben. Faszinierende Welten, die sie uns eröffnet haben. Und bevor wir uns jetzt von unseren Livestream-Teilnehmern verabschieden, noch die Einladung für den nächsten Vortrag, Was, wenn es stimmt, Faszination Bibel, Sie haben das schon angesprochen. Das findet in Bischofshofen statt, am 19. Oktober, also jetzt Donnerstag in einer Woche um 9:30 im Kultursaal Bischofshofen. Somit haben das unsere Stream-Teilnehmer jetzt auch noch einmal gehört und wir verabschieden uns bei Ihnen und bleiben jetzt so quasi hier im Saal ganz für uns. Und ja, somit ist auch eine sehr gute Möglichkeit, weil ich vielleicht keine Ahnung habe, worum es in der Frage geht. Ja, bitte.